Welcome back, liebe Leutchen, euer Verbergel ist wieder am Mikrofon. Wir gehen direkt rein, denn wir haben Spieltag heute. Wir wollen gucken, wie weit wir vorankommen. Hier sehen wir, ja, die anderen sind alle draußen, sehr schön. Und mal gucken, wie unser Spielchen läuft. Unsere momentane Aufstellung ist Standard, Dynamik ist flexibel. Ich würde ganz gerne bei manchen Spielen mal so ein bisschen auf Angriff gehen und da so ein bisschen steuern. Ansonsten bleibe ich erstmal der Aufstellung und der Formation treu, dass wir uns die auch dementsprechend einspielen. Ne? Bayric, ja, da wäre der frei noch draußen. Wir müssen ein bisschen gucken, wir müssen auch ein bisschen Leistungscheck machen, wer wirklich Leistung bringt. Wenn wir die Testspiele alle fertig haben, wir gucken. Also für mich entscheidend ist das Testspiel gegen Köln, weil dann haben wir wirklich einen Gegner, einen schweren Gegner. Und wenn wir da, dann da können wir uns ein bisschen die Werte angucken. Da müssen wir wirklich Performance bringen. Oder die Spieler müssen dann Performance bringen. Das können wir auch so ansagen. So, mal noch ganz kurz hier die Geschichte mit den Einstellungen für dieses Spiel. Also hier würde ich ganz gerne nochmal viel rotieren. Praxis ein bisschen allen geben und dann im kommenden Spiel zählen. Jetzt muss ich mal wirklich ein bisschen darauf achten, welcher Spieler hier vorwärts geht. Wer wirklich Potenzial hat, ne, für ganz weit, für die Startelf, für die Saison und auch noch vielleicht ein bisschen mehr. So, fortfahren, alles klar. Wie spielen sie denn? Oh, ein altertümliches 4-4-2, das ist nicht so wichtig. Wir gucken mal ganz kurz, was er hier sagt. Ratschläge, schwache Füße bei Salvi und bei Littery. Interessant. Ich würde ganz gerne vielleicht den Littery immer in die enge Manndeckung nehmen und den anderen Kollegen, den Arigi, den würde ich ganz gerne ein bisschen pressen. So. So, Teammannsprache. Ich sag heute erstmal ganz, ganz entspannt, ruhig, ruhig, entspannt. Genau, Spielpraxis sollt ihr kriegen. Nichts Besonderes hier. Wir machen auch keine besondere Ansage für die einzelnen Mannschaftsteile, ne, sondern schauen, dass wir einfach mal so alle auf jeden Fall von der Kondition fit kriegen, sowie aber auch von der Spielpraxis nach oben kriegen. So, da freue ich mich schon drauf. Wieder ein kleines Spielchen. Wir gucken mal ganz kurz, was wir drin haben. Wiederholung nur die Tore. Highlights nur entscheidende. Dass wir uns nicht alles angucken müssen, ne? Ist ja klar, dass es ein bisschen vorwärts geht in Testspielen. Bei den anderen Spielen, bei den Ligaspielen mache ich es ein bisschen runter, ist ja klar. Und da wird es ein bisschen weniger. So, Halfer, Bayric noch mal rüber zu Halfer. Kein Abseits, da ist Gauss. Boah, dann schießt er an Pfosten, alles klar. War schon die erste Möglichkeit. Hochkarätige Möglichkeit. Ich denke, dass wir die einfach bespielen werden. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir hier Probleme haben werden. Das ist unser letztes Spielpraxis-Testspiel, sagen wir mal so, ne, dass alle ein bisschen in den Rhythmus reinkommen. Und ja, um die Wurst geht es dann im kommenden Spiel, ne, gegen 1. FC Köln. So, Korani erstmal abseits. Abseits Wijnaldum. Da geht er über die Flügel, haben wir ja eingestellt. Das wird interessant. Abseits, der steht mir ein bisschen zu viel im Abseits. So, jetzt sind die Gegner dran. Können wir vielleicht auch mal einen Konter geben oder sowas für uns? Nö, ein Tor. Wenn wir nicht aufpassen. Everton. Wow, das sah aber schon richtig gefährlich aus. Das war jetzt nicht so prickelnd. So, also die erste Halbzeit war gar nichts. Das haben wir gesehen. Überhaupt nicht. Wir gucken mal kurz rein. Kurani sehr schlecht. 6,4. Suar nur eine 6,5. Also jetzt muss ich doch mal ein bisschen bestimmter sagen. Also, ja, es ist nur ein Freundschaftsspiel, aber ihr verliert trotzdem die entscheidenden Duelle. Ich erwarte mehr in der zweiten Halbzeit. Wer ist nichts Besonderes? Bayric, okay. Da muss doch noch ein bisschen mehr kommen. Jetzt sind alle fit. Wir lassen sie nochmal 5 Minuten spielen. Ein, zwei Positionen wechsle ich aus. Das ist Suhr auf der rechten Seite. Da kommt der Multhaub. Flügelspieler. Mal als Unterstützer. Gauss auch mal als Unterstützer. Angriff, Halfer, ruhig mal in den Angriff stellen, als vorgeschobener Spielmacher. Und Ring, ja, das passt perfekt bei ihm, Bayric. Kann man versuchen, noch ein bisschen zu pushen von hinten, wir gucken mal, ob das läuft. So, ansonsten haben wir den frei noch. Ditgen für die linke Seite. Wie gesagt, vorne ist richtig schwach, da haben wir nur den Osave oder den Suar, den wir ausgewechselt haben. Ich lasse ihn noch mal ein bisschen laufen. Ein Kurani.
Ich lasse ihn mal noch ein bisschen laufen. Gucken wir mal, was in der zweiten Halbzeit passiert. Jetzt durch die Ansage, also die sollen ja ruhig spielen und gemütlich, aber ein bisschen mit Zug zum Tor sollte schon drin sein. Sonst wird es schwierig, ne? So, Bayrec, gut, Kurani jetzt mal vielleicht. Oh Gott, das ist ey. Der steht komplett neben sich. Das ist Multhaub. Kurani! Abschluss. In Ordnung. 57. Bayrec, wieder Kurani, hat den Ball nochmal verwertet. Ansonsten war es jetzt auch. In der 65. wechsle ich. Ja, weiß ich jetzt nicht. War eine gute Chance, aber nicht gut abgeschlossen. So, er hat ja auch keinen Freischein, ne? Also. Meine Osabe. Stoßstürmer. Angriff, sehr gut. Stoßstürmer, interessant. Wie gesagt, es gibt so viele verschiedene Varianten, wie man sich das Spiel vorstellen möchte. Es muss auch alles so ein bisschen zusammenpassen. Das ist ja dann die Schwierigkeit, ne, bei der ganzen Geschichte. So, Bayrec. Gucken wir doch mal. Schlecht, schlecht. Nee, das ist heute nichts Besonderes. So, es gibt jetzt eine stärkere Mannschaft mit qualitativ hochwertigeren Spielern, das wäre ein Problem. Jetzt ist er drin. Osabe, alles klar. Schön. Jo, manchmal muss man dann auch den Stürmer mal wechseln, ne? Den man meint, den vermeintlichen Star. In Ordnung. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das ist ja die große Frage, ne? Spielen wir nur mit einem Stürmer? Da muss das auch ein Brecher sein, ne? Es ist halt nicht einfach. Es wird interessant dieses Jahr. Es wird interessant. So, wir haben die 75. Ich würde ganz gerne nochmal wechseln, wenn sich die Chance ergibt. Osabe! Meine Güte, Riesenmöglichkeit. Gucken wir nochmal, wen machen wir noch bringen hier. Ein bisschen Spielpraxis frei für Ring. So, zurückgezogen, ne? Wie gesagt, ich will alle fit kriegen. Dittgen für Gauss. Die lassen wir mal ruhig angreifen. Ich habe irgendwie das Gefühl, über die Flügel geht da schon ein bisschen was. So, ansonsten De Görtler. Offensives Mittelfeld. Wutschuhe steht hinten. Den bringen wir mal für Ziegler noch. Wir müssen ja erstmal so taktieren, als ob alle bleiben würden. Wenn sich noch was ändert, ändern wir auch noch was. So, Mucha, ja. Außenverteidiger. Einfach Außenverteidiger unterstützen. So. Und bei Wijnaldum angreifen, finde ich interessant. Der hat ja Drang nach vorne, ne? Zug nach vorne über die Außen, wird interessant. So, ordentlich ausgewechselt. Mal gucken, was sie jetzt noch zusammenbringen, die Jungs. Letzten 10 Minuten. Oh, das war auch eine gute Chance nach dem Standard. Halt, stopp, wir gehen jetzt. Dann gehen wir auch mal auf Angriff hier. Dann sollen wir es auch schon mal ein bisschen spielen. Letzten 10 Minuten dann noch mal ein bisschen pushen, ne? So, das ist weiß, alles klar. Und jetzt irgendwie einen schnellen Konter. Gibt's da was für uns oder kommt's denn nichts? Gibt's da nichts? Da kommt einer von hinten. Wer ist das? Everton. Jetzt Dittgen mal dabei. Halfa, irgendwie abgefälscht. Dittgen, das ist Osabe. Wieder auf dem Flügel. Wijnaldum schön hinterlaufen in die Mitte. Aber dann ist doch keiner da. Schade. Sah gut aus, wie sie zusammengespielt haben. Aber der Gegner ist nun auch wirklich unterklassig, ne? Da muss man wieder die Kirche im Dorf lassen, sage ich immer. Oh, Samuel, der hat ihn irgendwie selber zugespielt oder was? Doppelpack, der Kerl. Hat den Gegner angespielt und dann. Aber dann ist keiner da, aber er hat auch nicht hier. Schießt ihn an den Kopf und dann ist der Verteidiger zu langsam. Der Antritt von Osabe ist einfach gigantisch, würde ich sagen. Hammerhart, also Sachen gibt's. Sehr schön. So. Und Wijnaldum nochmal. Gucken wir nochmal, was da kommt. Dittgen frei. Nochmal Wijnaldum. Da, okay. Spielende. Alles klar. In Ordnung. Ja, das muss man jetzt so stehen lassen. Also gibt ein paar positive Aspekte, aber auch ein paar negative. Also Kurani in der Startelf müssen wir beobachten weiterhin. Ich würde ganz gerne in die Startelf Osabe tun. Mit seinen zwei Buden, denke ich mal, hat er sich's verdient. Sur auf dem Außen, eine 6,5. Hat mir nicht so gut gefallen. Dann doch lieber den Multhaupt, ne?
auf die Außenstellen. Das ist ein bisschen besser. Ich gehe einfach danach, wie die Noten sind. Ne? Kann mich immer noch korrigieren im Laufe der Saison. Und müssen wir auch. Wir müssen ja auch flexibel denken und ne, ein bisschen wechseln und rotieren. Ist ja klar. So, ganz in Ordnung, ruhig bleiben. So. Atemberaubend. Sehr beeindruckend, machen wir so. Okay. In Ordnung. Gut, den Gegner ist jetzt auch unterklassig. Wir sind jetzt auch nicht erstklassig, aber das ist nochmal, glaube ich, noch eine Ecke tiefer. So, jetzt wird's interessant, liebe Kinder. Die reifere Spielanlage führt zum Sieg, sag ich doch. So, Rafael Martins verfügbar, den kenne ich irgendwo, hab schon mal gehört. Nee, 19 Jahre sicherlich nicht. Alles klar. Erstmal wichtig, jetzt die richtigen Leute aufstellen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Sua und Osave. Muss mich ein bisschen räuspern, entschuldigt bitte. Schlepp auch noch so eine Erkältung mit mir rum, schon seit Weihnachten. Ey. So eine leichte, wisst ihr, so einfach immer ein bisschen husten, ein bisschen schnuppen. Jetzt auch diese scheiß Kälte. Moritz will mich unbedingt drin haben demnächst noch. So. Naja, am Ende passt mal auf, am Ende freue ich mich drüber, dass unser Kader so dick ist. Am Ende freue ich mich drüber. Haben wir 21, naja, fast 30 Spieler, ne? Ist auch in Ordnung für die erste Elf. Ich will aber auch nicht wirklich viele auf der Tribüne versauern lassen, das ist mir auch wichtig. So, Posteingang. 13.100, in Ordnung. Ja, ob ich die anderen jetzt, ich weiß nicht, ob ich die anderen jetzt sehe. Akut nicht. Ich weiß nicht, was die mit den Spielern da wollen. Geh mal ab da, interessiert mich nicht. Boah, hier sehen wir die ganzen Ligen. Bundesliga, Spanische, Premier League. Ja, ist ja interessant, ne, wer hier überall drin ist. Können wir mal drin lassen. Was ist denn rund um die Welt? Was gibt's da? Afrika, Europa, Ozeanien. Puh, nicht so interessant. Transferfenster. Mattia de Chilio. Sorg. Interessant, okay. Wir sollen auch sehr hoch gehen. Wir machen mal sehr hoch. Wir machen mal. Okay, Verbesserungen. Probieren wir. Wie sieht es denn eigentlich auch mit unseren Standardsituationen? Haben wir nichts festgelegt. Okay. Ecken. Halfa von mir aus. Stieber. Ja, ich nehme die Jungs, die das am besten können. Ich glaube, der Rest, also jetzt, also vier Leute reichen dann auch. Nimm mal den Multop noch mit. So, Freistöße. Wer hat denn da das feine Füßchen? Halfa erstmal. Primär. Frei bringt eine 12. Naja. Stieber eine 12. Alles so durchwachsen. Bayric, oh. In Ordnung, eigentlich fast das gleiche wie bei den Ecken. Okay, Einwürfe lasse ich aus. Freistöße, Ecken, ja. Elfmeter wäre noch interessant. So. Oh, Halfa, Kurani, Frei, Ditgen. Ja, kann man auch Kurani vor Halfa einsetzen, finde ich nicht schlecht. Frei, Ditgen, Sua, Bayric, Ring, Osave, ich nehme sie so, wie sie es können, ne? Multhaub, okay. Alles klar. Ist halt schön, wenn die Stürmer es primär machen, ne? Einfach so für die Moral auch, ne? Für einen Stürmer ist halt wichtig, dass er Tore erzielt. Wenn das eine Zeit lang ausbleibt, wird es schwierig. So, ich hoffe, es verletzt sich keiner jetzt bei der hohen Trainingsintensität. Die haben wir jetzt auch sehr hoch gestellt. Ich hoffe, es bleiben alle fit. Zwischenspeichern noch hier, passiert automatisch. So, noch Ersatz für Nasser Agi aktualisiert. Ja. Haben wir doch. Aligi haben wir doch geholt. Wijnaldum.
Wir gucken noch mal rein in die Scoutings, Leute. Das ist doch alles nicht mehr so aktuell hier, ne? Haben wir geregelt. Stammspieler Torjäger. Ersatz für Kerk sehe ich nicht. Deutschland U19, okay. Das macht Notzen, das macht Aygün. So, ist dann Stammspieler, würde ich sagen. Wir nehmen nachher ein Land. Wir nehmen erstmal Deutschland. So, ich habe Reputation, Weltranglistenplatz der Nationalelf. Ach so, wir scouten dann. Hier steht's auch, wenn Sie einen Bericht über ein Land in Auftrag geben, werden Ihre Scouts bald darauf durch dieses Land reisen, um dort Spiele zu beobachten, dann über alle Spiele zu berichten. Ah ja, na dann los. Ja, okay. Alles klar. Also mindestens 3 Sterne. Genau. Bereich. Was ist mir dann ganz wichtig? Hier, Physiswerte sind mir wichtig. Grundfitness ist wichtig, Ausdauer. Das sind mir die wichtigsten Elemente erstmal. Und dann kann man gucken, was die können. Dann gehen wir ins Detail. Nicht wahr, Kinders? So, fortfahren. Komm, auf geht's. Ich will noch das Spielchen machen oder schaffen wir es heute nicht mehr. Sieht fast so aus, dass wir nicht beide Spiele reinkriegen. Keskin, ne, der interessiert mich nicht. So, U19 spielen. U19-Spiel. Wen nehme ich denn raus? Wen nehme ich denn für die U19 auf? Dali G ist der Einzige. Und hier, der Frei spielt ja auch nicht für uns in der ersten. Der hat ja keine Spielpraxis. Den kann ich nicht anwenden. Und der 70% kann ich nicht verwenden für die erste Elf. Der Görtler auch. So, die drei Jungs. Die spielen für die U19. So, Mittelfeldspieler scouten. Nee, wir machen allgemein. Wir können auch andere Bereiche scouten, andere Ligen. Können wir auch noch machen. Haben wir noch mehr Scouts, glaube ich, ne, zur Verfügung. Wir gucken mal ganz kurz, wer jetzt da beauftragt ist. Und dann können wir noch mehr Scouting-Aufträge ausgeben. Nein, auch in Österreich passt ja ganz gut auch. Können auch Europa allgemein gucken. So. Das ist halt wichtig, dass die Scouts laufen, ne. So, das macht der Olaf Marschall. Der Alte. Sau gut. Ja gut, der hat auch eine gute Reputation, oder? Der Olaf Marschall. So, neuen Scouting-Auftrag. Ich mach nochmal hier Finnland. Region. Mitteleuropa. Schicke ich noch einen los. So. So, zack. Ja, machen wir mal so ein bisschen weniger. Antritt. Für mich wieder wichtig. Grundfitness. So, Transfer. Alter, gehen wir mal ein bisschen runter, wa? Wir wollen ja Spieler. Die anderen, alles drunter, das besorgen wir uns ja aus unseren eigenen Reihen. Passen ist mir wichtig. Ach so, kann ich angeben, wie viel? Ist größer gleich 11. Das ist nicht so. Das ist doch schon mal eine gute Aussage, oder? Ausdauer. 12. Konzentration. Mut, Nervenstärke, Stellungsspiel ist mir wichtig. 10. Technik. Oh, interessant, ne? Mal gucken, was da kommt. Normal bis abgeschlossen. Scout, welcher ist das? Marshall ist beschäftigt. Was ist denn das hier? Beurteilung Fähigkeiten. Beurteilung Potenzial. Oh, nehmen wir den Notzen. Achso, der hat noch was zu tun. Achso. Dann schicken wir den Chef-Scout da los.
Ach, er macht beides. Gut, okay. Haben wir ja dann drin, ist in Ordnung. Wenn wir da beides drin haben, ist ja in Ordnung. Dann können wir es ja austauschen. Schöne Sache, so macht man das. Verstehen Sie? So, Team unter der Lupe. Da, Dynamo Dresden, ja, die sind heiß. Die sind heiß. Schwabe. Millionentorwart. Neuzugänge, Abgänge. Wird interessant. Wird interessant, Kinders. So, wir berechnen ein bisschen. Ab nach vorne. Ab zum Freundschaftsspiel. Ich will das noch gegen Köln. Schaffen wir zwar heute nicht in der Folge, machen wir in der nächsten, aber ist ja halb so wild. Andere sagt jetzt, oh, mach doch noch oben drauf, aber dann geht es auch wieder 20 Minuten. Ich muss die Videos auch noch rendern und so, ne? Die müssen ja auch noch hochgeladen werden. Wenn die so riesig sind, nervt's immer. So, ich will die anderen erinnern, dass die Verträge von 13 Spielern des ersten FC Kaiserslautern in 12 Monaten auslaufen oder bereits ausgelaufen sind. Yo. Okay, wir müssen ein paar Jungs drin lassen, ne? Momentan bekommt er 350.000 pro Jahr. Und er will 1,3 Millionen. Scheiße. Ach du Scheiße. Er muss ja fast schon verkaufen. Den Knallkörper muss ja schon verkaufen. Ach du Scheiße. Ich biete ihm mal 475.000. Beratergebühr. Boah. Ich guck mal, was er sagt. Bis 20. Okay. Heftig. 1,2 Millionen. Das ist ja noch bitterer als alles andere, Leute, dass die, wenn die gehen. Scheiße. Der will das Sechsfache. Verstehen Sie? Das Sechsfache nicht. Aber gefühlt. Mann. Das ist jetzt heftig. Das ist heftig, da müssen wir uns Gedanken machen. Gut, bei ihm hier habe ich kein Problem mit, wenn er nur noch ein Jahr hat. Also müssen wir mal gucken im Laufe des Jahres, was passiert. Vielleicht, dann müssen wir uns dringend von Spielern trennen, aber wir können auch nicht anfangen, 1 Million Gehalt zu zahlen. Sag mal, wer verdient denn so viel bei uns? Moritz, ja, die Top-Spieler sind in dem Bereich. Also sie gehen auf die Richtung. Bruttomillionäre, sag ich mal. Der verdient viel zu wenig, das stimmt. Ach du Scheiße. Puh. Jo, das ist heiß. Das kann man sich nicht erlauben, sonst kommen wir in die Bredouille wie die Dortmunder. Da hätte man gucken müssen. Aber Ring ist mir ganz, ganz wichtig. Scheibenkleister, sag ich euch. Okay, bis morgen. Ciao, ciao.